Und jede Woche kommt ein Gruß aus einer anderen Stadt. Und ich freue mich ganz besonders, dadurch, dass wir jetzt zurzeit sehr eng mit Hannover die Demo am 3., am 2. und am 3.10. dort vorbereiten, dass also heute der Gruß aus Hannover kommt, von der Mahnbacher Hannover. Und Susan ist so nett und liest uns diesen Gruß vor. Die Mahnwache Hannover grüßt alle Menschen auf diesem einzigartigen Planeten. Wir sind uns sicher, der Tag der Wahrheit naht. Der Tag der Wahrheit, an dem wir nicht mehr weiter ignorieren und leugnen können, dass global unhaltbare Zustände diesen an sich wunderschönen Planeten plagen und zugrunde richten. Überall herrscht Krieg und Zerstörung. Folter und Massenmorde sind an der Tagesordnung. Ausbeutung von Ressourcen und Ressourcenverschwendung aus reiner Profitgier finden statt. Umweltzerstörung und damit einhergehendes Artensterben wird geduldet. Die Menschen werden systematisch über ihre Nahrungsmittel vergiftet. Das Wasser ist vielerorts knapp und nicht genießbar. Jetzt soll es auch noch privatisiert werden. Sauberes Wasser ist ein Grundrecht und darf nicht in die blutigen Hände von raffgierigen Konzernen gelegt werden. Großkonzerne und Banken sind die wahren Entscheidungsträger in vielen Ländern und die Politiker sind nur ihre Marionetten. Die Medien berichten nicht unabhängig. Sie verschweigen uns die Wahrheit und belügen uns sogar. Wie lange wollen wir uns das noch weiter bieten lassen? Wie lange haben wir noch Zeit, uns zu besinnen? Wir rufen euch auf, euch gegen diese Ungerechtigkeiten zu erheben, es nicht länger zu dulden, wie mit unserem einzigen Zuhause umgegangen wird. Euch nicht weiter nur im stillen Kämmerlein zu fragen, was kann ich allein schon tun, sondern einfach etwas zu tun. Verbindet euch mit den anderen, ihr seid ja nicht allein. Fangt an, euch zu informieren über das, was geschieht. Seht hin und ignoriert es nicht weiter, nur weil es euch schmerzt und ihr es allein nicht ändern könnt. Gemeinsam schaffen wir es, die Welt zu verändern. Wir sind viele. Am 3. Oktober 2014 ist der erste Tag der Wahrheit. Alle weisungsgebundenen Journalisten sind aufgerufen, kollektiv in Lügenstreit zu treten, den Kriegstreiberdienst zu verweigern, keine Propaganda mehr zu verbreiten und einen Tag lang nur nach bestem Wissen und Gewissen objektiv zu berichten oder zu schweigen. Im Zeitalter des Internets werden die Massenmedien zum Auslaufmodell, denn Manipulation und Lügen können sich wegen der zunehmenden Vernetzung der Menschen immer weniger halten. Sinkende Einschaltquoten und Auflagezahlen sind die logische Folge und immer deutlicher erkennbar. Der Jobverlust ist nur eine Frage der Zeit für alle Journalisten, die ihre Redaktionsfirma nicht auf einen ehrenhaften Kurs lenken. Währenddessen tut sich eine immer größere Marktlücke für ehrlichen Journalismus auf. Diese sollten gewissenhafte Journalisten nutzen. In vielen Städten finden am 3. Oktober zum Tag der Wahrheit Aktionen statt. Am Tag der Deutschen Einheit sind die Kanzlerin Merkel und der Bundespräsident Gauck zu Gast in Hannover. Nach dem offiziellen Teil des politischen Programms, in dessen Rahmen sie zu den Bürgerinnen und Bürgern im Hans-Bielje-Platz sprechen, werden wir Ihnen ab 11 Uhr einen herzlichen Empfang am Hannover Kongresszentrum bieten und Ihnen unsere Schuhe sowie die rote Karte zeigen. Dies ist unser Zeichen der Ablehnung, unser Protest gegen die politische Nichtbeachtung des Wählerwillens. Das Volk will keinen Krieg. Mithilfe der Mainstream-Medien soll es aber mit hetzerischen Propaganda vom Gegenteil überzeugt werden. Um an diesem Tag das Weltgeschehen nicht nur zu kritisieren, sondern die Welt auch ein bisschen besser zu machen, unterstützen und sammeln wir auch vor dem HCC für die Spendenaktion Mahnwachen helfen. Aus der Idee, Spielzeug zu sammeln und dieses ukrainischen Flüchtlingskindern zukommen zu lassen, um sie wenigstens für einen kurzen Moment die Schrecken des Krieges vergessen zu lassen, wurde dieses Projekt in Hannover geboren. Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. So haben sich in kürzester Zeit Menschen aus ganz Deutschland gefunden, die mit ihren individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten unseren Hilfsgütertransport realisiert haben. Menschen, die es nicht mehr akzeptieren wollen, dass die Politik Waffen in Krisenregionen liefert,
mit denen Konflikte weiter angeheizt werden. Menschen, die den friedlichen Weg vorleben wollen, sich jetzt selbst konstituieren und dringend benötigte Hilfsgüter anstatt moderner Waffen liefern. Dabei geht es nicht um pro-russisch oder pro-westlich, sondern es geht um die Menschen in den Kriegsgebieten und um die Kinder, die mit dieser Politik nichts am Hut haben. Sie wollen nur in Frieden leben und sind derzeit die größten Verlierer des Krieges. Dank der tatkräftigen Unterstützung so vieler Menschen werden wir nun in der dritten Oktoberwoche den ersten Transporter mit mindestens einem LKW starten. Dieser wird unsere Hilfsgüter nach Kremenchuk bringen. Das ist allerdings nur der Anfang, denn die meisten Mahnwachen und viele fleißige Helferlein beginnen gerade erst mit diesem Projekt. Wir haben noch endlos viele Möglichkeiten, Quellen und Kooperationen, die gerade erst entstehen, um mit diesem Projekt langfristig Brücken zur ukrainischen Bevölkerung zu bauen. Hier entsteht gerade etwas ganz Großes, mit dem wir aus dieser Bürgerbewegung ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen. Wir zeigen, dass wir sehr wohl etwas dagegen machen können, wenn wir einfach nur ins Handeln kommen und so unserer Verantwortung souverän gerecht werden. Alles ist möglich, wir müssen es einfach nur tun. Hannover wünscht allen Menschen einen friedvollen Montagabend. Ja, zu unserer Spendenaktion muss man da, glaube ich, nicht viel sagen. Es ist der absolute Wahnsinn, was sich hier zusammengefunden hat in den letzten Wochen. Und da gibt es auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Potenzial. Und ich hoffe, dass dieser erste Transporter da gut unten ankommt und dass auch alle Heile wieder zurückkommen und dass wir einen zweiten auf die Reise schicken. Weil ich habe auch in den letzten Tagen gemerkt, es gibt so viele Menschen, die sagen, wir würden noch, aber die Zeit reicht nicht und das Angebot ist einfach da. Ich war ja am Wochenende auch nochmal auf einer Babybörse und habe die Spendengelder vom letzten Montag ausgegeben. Da konnte ich für die 40 Euro nochmal 11 Jacken holen, 3 dicke Skihosen, eine Handvoll weiterer normaler Hosen und 13 Strumpfhosen. Und ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man den Müttern an ihren Tischen mit ihren ganz vielen Klamotten, wenn man denen erzählt, wofür das ist, dass die auch ganz viel kostenlos noch mit reingegeben haben. Eine ist mir sogar bis zum Ausgang noch mal hinterhergelaufen und hatte noch 2 kleine Mützen in der Hand. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich auch die Tüten am liebsten im Auto noch mal leer gemacht und wäre noch mal reingegangen und hätte das bei den ganzen 50 Muttis erzählt, was wir da machen. Einfach, und wenn man bloß bei jeder 5 Strumpfhosen kriegt, es gibt da total viel Potenzial, was man da machen kann. Wir haben zum Beispiel letzte Woche auch eine Schrankwand, die wir nicht mehr brauchten, bei eBay Kleinanzeigen verschenkt und haben reingeschrieben, dass derjenige auf jeden Fall in die engere Wahl kommt, wer was zu dieser Spendenaktion beitragen möchte. Da kam auch jemand und hat 3 riesengroße Kartons mitgebracht, alles querbeet, Erwachsenen Sachen, Kinder Sachen, Spielzeug. Und auch die ganzen Läden, wo man die Bananenkisten ist ja ein großes Manko. Wir sind auch seit 2 Wochen eigentlich nur nachmittags damit beschäftigt, vom Rewe zu Royal und vom Real zu Aldi und dann nochmal zum Netto und überall anzufragen und die Kisten da zusammenzusuchen. Auch da sind die Läden sehr kooperationsbereit, wenn sie mitkriegen, wofür das ist, und haben sich auch angeboten, für die Zukunft, wenn man da Bescheid sagt, auch im großen Stil zu sammeln für diese Aktion. Der einzige Laden, der eigentlich nichts abgibt, weil er die ja selber braucht, ist Penny. Ansonsten hat man eigentlich immer Glück gehabt, gerade bei diesen großen Läden wie Kaufland, Real, Rewe und Marktkauf, da hat man auch das Glück, dass man auch mal 10 Bananenkisten auf einmal mitnehmen kann. Ich denke, dass da wirklich noch ganz viel Potenzial ist für die nächste Runde. Da müssen wir bloß Olli und Vicky noch ein bisschen mehr beim Packen helfen, dass das nicht alles bei denen auf den Schultern alleine lastet. Und dann ist das, würde ich sagen, eine richtig gute Sache, für die man seine freie Zeit auch gerne aufopfert. So, ich bin fertig. Rick. Ja, hier, hinter dir. Ja, ich denke auch, ein Riesenapplaus wert einmal für Susan, für ihr Engagement, aber auch für Olli und Vicky nochmal, die im Hintergrund, die nicht gerne hier im Vordergrund treten, aber im Hintergrund so super viel machen. Nochmal ein Riesenapplaus.